Finstere Nacht herrscht um die BBC Arena, wenn Michael Sutter seinen Arbeitstag beginnt. Vor 6 Uhr fährt er das System hoch, dabei hat er das Büro noch gar nicht lange verlassen. Nach langem Videostudium der Nazi-Spieler im Ausland. Für das bevorstehende Juniorentraining bespricht sich Sutter mit Kadettennachwuchstrainer Marco Lütti. Der Umgang mit dem Drucker im Büro ist ab und zu ein bisschen schwierig. Dort müssen wir ab und zu helfen, aber ja, ich glaube, eine gewisse Beharrlichkeit auch. Es ist nicht konfliktscheu, um es so auszudrücken. Das heisst, er spricht Sachen auch offen an. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch mit diesen jungen Spielern. Coaching der fertigen Nazi-Spieler ist das eine. An die Zukunft denken das andere. Seit 8 Jahren formt Michael Sutter die besten Nachwuchsspieler. Auch jetzt, wo er seit 3 Jahren für die Nazi verantwortlich ist. Sutter, selber ehemals internationaler Flügelspieler, führt die Jungen im Spitzensport ein. Ich schätze ihm seine konstruktive Kritik, dass es ihm auch sehr wichtig ist, dass man das umsetzt, auch, so wie er sich vorstellt und so wie es uns Spieler letztendlich auch weiterbringt. Er nimmt alles sehr genau. Jede Ausführung muss stimmen und da denke ich, ist eine Stärke von ihm, dass es wirklich immer perfekt hat. Es kann mühsam sein, aber ich meine, das ist halt auch einfach so und es bringt uns Spieler letztendlich auch weiter. Und ich meine, wenn ich am Schluss aus dem Training rauslaufe und kann sagen, ich habe es richtig gemacht, dann bin ich letztendlich auch stolz darauf. Ja. Michael Sutter ist Perfektionist. Sein Ziel? Dass im Schweizer Handball so schnell das Licht nicht mehr ausgeht.